Liebe Freunde, das ist der zweite Teil. Den ersten Teil findet ihr in der Videobeschreibung oder oben rechts. Die Platte sitzt, die wird noch fixiert. Als nächstes werde ich die Bohrungen auf der Werkbankoberfläche machen, auf der oberen Platte machen. Und dafür brauche ich erstmal eine kleine Vorrichtung, damit ich senkrecht bohren kann. Das ist unser Startpunkt, also die Kante. Ab hier messe ich jetzt, fange ich an mit meiner ersten Bohrung. Dann mache ich hier eine durchgehende Linie. Und das mache ich dann mit den Abständen von 60. Von hier aus könnte ich den Bereich abdecken. Wenn ich die nächste Bohrung hier machen würde, würde ich den nächsten Bereich abdecken. Das heißt, 60 ist eigentlich ein gutes Maß. Dann ziehen wir uns mal die Linie durch. Mit dem Winkel richtig ansetzen. Und dann machen wir hier, wie gesagt, 60, 60, 60 weiter. So, alle Bohrungen sind gemacht. Das war eine Höllenarbeit. An einigen Stellen habe ich minimale Ausrisse, aber die werde ich jetzt gleich mit dem Abrundfräser werde ich mal ein bisschen verschönern, abrunden, damit das Werkzeug, was wir nachher reinstecken, dass uns das nicht die Kanten kaputt macht, dass es einfach einfacher geht. Jetzt möchte ich einfach mal die Linien
auf die vordere Blende noch übertragen und das Ganze dann nochmal fertig bohren. Freunde, die Werkbank ist fertig, die Löcher stimmen, alles passt. Ich habe hier noch zwei Löcher reingemacht, um längere Werkstücke, Bretter hier auch noch einzuklemmen oder festzuziehen. Ich habe die Werkbank komplett noch einmal mit einem feinen Schleifpapier nochmal geschliffen und das Ganze mit Bienenwachsbalsam behandelt. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, Tipps habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten habe ich heute nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.